Ulrike! Oh nein. Uli, los geht's. Haare. Beratung. Sag mir mal so, was deine Wünsche sind, was deine Herausforderungen im Moment sind. Naturlocken, auf jeden Fall, sehe ich. Aber was so das ist, was du dir wünschst, warum du da bist. Ja, ich würde mir halt einfach wünschen, dass wir eine Frisur finden, die diese Naturwellen oder Locken oder was das ist, besser zur Geltung bringen. Weil ich denke, wenn die zu lang sind, dann hängen die sich so aus, dann sind die schwer. Dann hast du hier oben alles glatt und da unten lockt sich halt so ein bisschen was. Und wenn die dann aber, weiß ich, zum Beispiel in der Länge, Schulterlänge, dann hat man hier zu viel. Das hat mir auch nicht gefallen. Und wenn die dann zu kurz werden, dann sieht man nicht mehr viele Locken. Also irgendwie habe ich noch nicht so die perfekte Länge gefunden. Oder schneidet man Stufen oder schneidet man gerade keine Stufen? Da habe ich gesagt, ich muss dich jetzt unbedingt mal fragen, was du dazu sagen würdest. Wie fallen meine Haare am besten? Also In welcher wie Länge? deine Haare am besten fallen, das weiß, glaube ich, nur Nein, du. in Ja, welcher Länge halt? dafür ist es jetzt für die Kürze der Zeit natürlich immer, ja, naja, um da wirklich ein Ergebnis zu finden, das ist dann eher ein Weg, den man dann beschreiten muss miteinander, wo man sagt, okay, wenn du jetzt Kundin bei mir wärst, könnte ich das beobachten, dann könnte man das im Prinzip abgleichen. Ich glaube tatsächlich, dass die Sachen, die du jetzt gesagt hast, dass doch der ein oder andere mit Naturlocken dieselben Herausforderungen hat, dieselben Probleme hat. Es ist auch so, dass man sagt, wenn man sich jetzt erstmal deine Gesichtsform anschaut, was ja erstmal grundsätzlich das Wichtigste ist, bei einer Frisur, um überhaupt zu schauen, was geht denn überhaupt, was wäre denn überhaupt ein Vorteil, ja, mal jetzt unabhängig von der Haarstruktur. Wie würdest du denn deine Gesichtsform einschätzen? Ziemlich oval, würde ich mal sagen. Was noch? Hier vielleicht ein bisschen eckig, oder? Lang, Ja. hohe Stirn, hohe Wangenknochen. Ja, das ist schon sehr detailliert. Selten, dass jemand wirklich so schon in der Tiefe sich da so kennt und das genau auch so einschätzt. Grundsätzlich erstmal von der Frisur her ist es natürlich so, dass du, wenn man sich jetzt auch mal ein bisschen ins Profil nehme, ja, hier sieht man schon eher so ein mehr ein ovales Gesicht, aber wenn man es von der Front her nimmt, sieht man schon, dass es wirklich ein sehr, sehr langgezogenes Gesicht ist. So, und das ist auch das, was jetzt im Prinzip diesen hängenden Charakter noch so ein bisschen mehr rausholt. Also das heißt, jetzt zieht sich das Ganze über die Grundlänge hier noch mehr in die Länge, ja, wird auseinandergezogen, geht schon, weil jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass es oben flach ist. Genau das, was dir nicht gefällt, ist aber eher zuträglich deiner Gesichtsform. Ja, also das heißt, wenn wir jetzt hier oben Volumen schaffen, noch zusätzlich, dann geht es hier oben nochmal zusätzlich hoch. Siehst du schon, wenn ich es hier so ein bisschen rausnehme, ja, schau, jetzt hast du natürlich hier nochmal 5 cm mehr Gesicht, weil einmal die Stirn und einmal das lange Gesicht und den weiten Ausschnitt. Ne? Also das ist auch wieder das Thema, man muss es immer gesamt betrachten, man kann jetzt nicht einfach nur die Haare nehmen und sagen, okay, das ist jetzt meine Frisur und dann denke ich, am Ende fühle ich mich nicht wohl. Warum? Habe ich natürlich noch einen sehr großen Ausschnitt gewählt, wird das, was das Gegenüber wieder sieht, nochmal ein Stück weit länger. Also das zählt dann optisch für jemanden, der dich anschaut, schon wieder unter Gesichtsform. Ja? Also der sieht halt, ne? Denn damit ist es weg, damit nimmst du den Rahmen weg. So, jetzt ist es so, du hast natürlich trotzdem tolle Haare und ich bin auch ganz bei dir zu sagen, hey, die Locken, so kommen die gar nicht raus. Also das Wichtigste ist, glaube ich, hier, dass wir erstmal einen Haarschnitt finden, der das Ganze so ein bisschen unterstreicht. Und ja, also rein gesichtsformtechnisch wäre die halbe Länge das, was kommen könnte. Jetzt habe ich schon sofort dein Nein gesehen. Ja, du hast gesagt, das ist dir zu viel Haar dann in der Breite. Bin ich bei dir? Könnte man so tragen, müsste dann aber gestylt werden. Nimmt dir auch, glaube ich, so ein bisschen, ja, das Jugendliche. Ja, wirkt dann halt durchaus ganz schnell klassisch. Ne? Also sind wir schon eher bei einer Länge, die schon gerade so bis zu den Schultern zum Beispiel gehen könnte. Die mir jetzt sehr gut gefallen von der Typologie her. Damit umspielst du hier den Hals noch. Du kannst nach wie vor die Haare auch zusammentragen. Ja, was glaube ich auch wichtig Ja, ist. das ist im Sommer schön. Na, dann Genau. hat man immer noch mal die Option. Und man müsste das Ganze hier oben ein bisschen mehr stufen, weil die Locken an sich, die hier oben, die kommen ja nur raus, wenn das Haar ein bisschen leichter ist. Jetzt ist es einfach schwer und geht runter. So. Jetzt hast du mir aber vorher bei den Bildern schon ein paar Mal gezeigt, dass dich das irgendwie stört, wenn das hier oben bewegter ist. Jetzt ist es ja sehr
homogen in der Fläche. Wenn ich dir das aber stufe, dann kriegst du hier oben deutlich mehr Bewegung. Und kriegst du mehr Bewegung, wirkt das Ganze, sagen wir mal, ein Stück weit mehr anderen, also unaufgeräumter. Was ich persönlich total schön finde bei einer Locke. Weil eine Locke, die darf locken, wie sie locken will. Ja, also du sagst ja Tipps, ne? Kann man machen. Klar, ich könnte dir jetzt hier zeigen, wie mache ich das jetzt, wie mache ich jetzt hier Locken mit dem Glätteisen, wie mache ich jetzt hier Locken mit dem Rundeisen. Nee, zum Pflegen meinst du. Genau, ne? Aber ansonsten, das wirst du nie machen. Ne? Ich finde es toll, dass du auch sagst, okay, ich möchte einen Look haben, den ich quasi mit einem Diffusor bearbeiten kann oder an der Luft trocknen kann. Genau. Und ich denke, dafür wäre ein Haarschnitt, der hier, also ein Klavi-Cut, der bis zur Schulter geht, und hier aber ein Stück weit aufgestuft ist, dass hier mehr Bewegung reinkommt. Finde ich perfekt. Jetzt passiert auch eins, du bist hier dazwischen. Also das ist zum Beispiel jetzt für mich so ein Stück, wo ich sage, das Stück eher dazwischen sollte gestufter sein, um hier so ein bisschen mehr Volumen aufzubauen. Und das oben drüber fällt dann. Und damit kriegen die Locken von unten Schub. Und wenn die Locken von unten Schub kriegen, drücken die sich quasi zusammen. Ja, also wenn ich die hier oben stufe, wird es wie eine Art Fukuhila und dann liegen die oben drauf und dann gibst du ständig mit den Händen drin und machst die glatt. So der typische Fehler, wenn eine Naturlockenkundin am Oberkopf zu kurz geschnitten ist. Na, weil man, wenn man das immer weg haben irgendwie und dann baut sich hier eine Breite auf und dann hast du genau den Effekt, den du nicht haben willst, es wird hier breit. Genau. Na, und so wird es ein Haarschnitt, der ineinander verblendet ist, aber wirklich schon ein Lockenhaarschnitt. Also ich schneide den auch sehr locker. Für euch draußen auch wichtig, wenn ihr einen Naturlockenhaarschnitt bekommt, der darf nie ganz gerade ausgezogen sein. Der muss wirklich schon auch weich geschnitten sein, dass die Locken wie ein Zahnrad ineinander greifen. Ne? Weil sonst siehst du die Stufen oben drauf liegen. Und wie lang wäre dann deine kürzeste Stufe? Könnte ich das noch hinter das Ohr machen? Ja, würde ich schon so machen. Okay. Ne? Also ich würde mich jetzt ungern festlegen wollen, weil ich ja nach einer organischen Form schneide, also ich mir ja wirklich genau anschauen will, wie sich dein Haar bewegt. Ich muss auch dein Haar mal nass sehen. Wie ist die Sprungkraft? Ne? Wie entwickelt sich das mit den Stufen? Das kann auch sein, ich muss es noch mal ein Stück weit nachbearbeiten. Ne? Aber wenn das eine Option für dich ist, dann werde ich die natürlich genauso mit einarbeiten. Ja. Und du willst mir ja keinen Pony schneiden, ne? Ich will dir keinen Pony schneiden. Was ich gerne hätte, dass du weggehst vom Mittelscheitel. Das habe ich schon überlegt. Bei dem Mittelscheitel, bei einem schmalen Gesicht, tut ein Mittelscheitel das Ganze noch schmaler machen, weil du nach oben zur Krone öffnest, so sagen wir das als Friseure. Ja. Ja, also das heißt, mit einem Mittelscheitel hier tust du automatisch das Ganze nochmal nach oben ziehen. Ja. Und wenn du jetzt einen Seitenscheitel wählen würdest, beziehungsweise das einfach ein bisschen wilder tragen würdest, bei dir muss man wirklich nur aufpassen, dass das Wilde nach vorne reingeht, so ein Stück weit. Ja, also dass du nicht das Ganze so, also könntest du es so raustragen, aber dann muss ich mal sehen, wie ich das hier mit dem Volumen ausgleichen kann. Wenn ich hier hochkomme, was ich mir wünsche, geht's, kannst du alles tragen. Ja, wenn es das Haar an sich von der Sprungkraft nicht hergibt, musst du ein bisschen aufpassen. Ne? Aber vielleicht kann man auch hier vorne so zwei Strähnen ums Gesicht rum, so ein Gesichtsband machen, was ein bisschen kürzer ist. Das macht sich auch ganz hübsch. Gerade wenn du es zum Beispiel sagst, du machst es zusammen, sieht es halt auch voll schön aus. Ne? Wenn die Strähnen hier so, die müssten dann aber einfach einen Hauch kürzer sein. Siehst du, jetzt macht es das Gesicht wirklich unnatürlich lang. Ne? Sind die jetzt hier, wäre es perfekt. Und dann kriegst du auch weg, die kannst du auch reinstecken, weil sie bis hinter gehen. Ja. Ne? Das sind ja so oft die Anforderungen, die so ganz klar eine Naturlockenkundin fast immer hat. Genau. Und aber mit dem Seitenscheitel würdest du, mit dem Schnitt würde man sich schon festlegen, auf welche Seite, nee, oder? Nee. Also so wie wir Haare schneiden, ist es immer so, dass wir grundsätzlich über die Mitte schneiden. Das heißt, du kannst alles tragen, weil das wäre ein Frevel bei einer Kundin wie dir, wenn die in eine Richtung gebunden wäre. Okay. Ja, jemand, der sagt, hey, ich will einfach nur, dass meine Haare schön liegen, das kannst du gar nicht. Da müsstest du viel zu viel Zeit vorm Spiegel verbringen, um das genau immer so hinzulegen, wenn ich sie auf eine Seite bringen würde. Ja. Na, so geht es über die Mitte, ist neutral. Über die Mitte schneiden heißt nicht, dass der Mittelscheitel getragen werden muss. Das ist nur für uns quasi eine Schnittanleitung. Okay. Okay? Ja. Farbe? Also ich gerne weiterhin in irgendeiner Weise braun, aber auch gerne irgendwas Rötliches. Aber kein Blond und kein Schwarz oder sowas. Also sowas hätte ich jetzt gedacht. Also Schwarz fällt aus. Weil es macht einfach viel zu nüchtern in deinem Fall. Es würde viel zu hager machen. Ja, ich habe ja die Bilder von dir gesehen, da war es okay, da konnte man das tragen. Jetzt finde ich es halt einfach, macht es dich zu streng. Blond wäre cool. Echt?
Bist du, glaube ich, nicht als Blondine. Ja, auch das wäre mir zu unnatürlich in deinem Fall. Jetzt so aber vom Menschen her. Nicht mal von der Typologie her, dass du es von der Haut nicht tragen könntest. Mensch, ne? Das muss ja immer, auch das muss ja wirklich pari sein. Ja? Das ist genauso wichtig, dass das Handwerkliche stimmt, aber der Menschen muss es ja an sich auch widerspiegeln. Ne? Und oder die Herausforderung, die ich sehe, ist, dass dein Haar sehr trocken ist. Mit einem braunen Kupfer könnte ich total gut leben. Ja, also ein bisschen mehr Glanz auch. Das ist mir zu wenig, was da jetzt da ist. Aber ich würde die gerne ums Gesicht ein bisschen heller machen. Es ist mir zu dunkel ums Gesicht. Und das nennt sich so ein Face Frame. Also man versucht ums Gesicht das Gesicht so ein bisschen aufzuhellen. Also man setzt hier hellere Strähnen, tatsächlich mit einem Blond. Ja, das wird wahrscheinlich nicht blond werden. Na, um einfach dem Ganzen auch ein bisschen mehr Lebendigkeit zu geben. Ja, das ist mir jetzt zu fad, zu tot. Und die Strähnen könntest du nicht in rötlich oder sowas. Naja, man könnte, also wir werden dann schon noch so ein bisschen Kupfer drauf machen. Na, das werden wir machen, auf jeden Fall. Na, aber die werden sich, ich bin ja immer sehr ehrlich und sehr fair, die werden sich natürlich irgendwann auswaschen. Na? Weil ich könnte jetzt hier kein Rot drauf färben, weil dafür ist es zu dunkel. Also ich muss hier Farbe entziehen. Und du siehst, du bist hier unten teilweise so dunkel, weil hier mehrfach Farbe drauf gekommen ist. Also hier liegen ganz viele Farblayer übereinander und damit summiert sich die Farbe und wird immer dunkler. Und das macht jetzt so diese Strenge. Ja, wenn du lachst, ist total schön. Aber wenn du ernst bist, ich habe dich ja heute Morgen eine ganze Zeit beobachten können, ja, macht dich das eben wirklich sehr, sehr streng. Also es macht dann schon fast ein bisschen bieder. Da habe ich aber auch als Friseur ein gutes Gewissen, weil an sich würden deine Haare jetzt insgesamt auch toll aussehen, wenn man die insgesamt ein bisschen heller machen würde. Aber die Herausforderung ist, die würden so trocken werden. Ja, und man sieht es ja jetzt hier schon. Ja, du machst zwar alle 14 Tage eine Kur, aber die reicht nicht, die hat nicht genug Pflegeanteil, na, wobei eine Naturlocke sowieso immer trocken ist. Und du hast ja auch schon die ersten grauen Haare. Tendenziell ist es auch so, dass die mehr werden. Auch dann ist es ein Vorteil, zum Beispiel, wenn du so ein paar helle schon vorne hast. Wenn ich dich jetzt als Gast weiter begleiten würde, ja, wäre es sogar so, dass ich sage, du müssen mal gucken, was wir jetzt am Oberkopf machen, dass du tendenziell irgendwann schon ein bisschen heller wirst, weil so ist es natürlich so, dass du dann relativ schnell immer das rauswachsen sehen wirst. Ja. Und aber graue Haare an sich haben ja auch schon kein Farbpigment mehr, also sind viel spröder als ein Naturhaar. Na, und deswegen würde ich die auch von meinem Gewissen her nicht heller ziehen lassen. Und wenn man es schneidet, man kann es auch weich dann verschneiden, dann wäre das irgendwann wieder weg. Oder du nimmst eben was Dunkleres drauf, wie wir es dann jetzt auch machen. Oder was Kupfernes. Ich würde es halt in dem Fall einfach ein bisschen lebendiger machen, einfach ein bisschen feuriger machen, was geht. Ja, Uli, Beratung war ziemlich intensiv, denke ich. Hast ein bisschen was gelernt? Okay, also für dich jetzt, für unseren Weg, wir machen einen sogenannten Klavi-Cut, also so bis zum Schultern. Dass du dir noch schön zusammenbringst, dass du trotzdem noch den Langhaarlook hast, das Volumen sich ein bisschen vertut, was jetzt hier sonst dir eigentlich zu viel war hier in dem Bereich. Wir machen eine Stufung hier oben, also besser gesagt hier dazwischen, ja, damit das Haar trotzdem länger bleibt und du hier oben hier ein bisschen mehr Volumen bekommst, da wo du es hinhaben willst, weil du hast eine sehr schmale Gesichtsform. Ums Gesicht rum schneiden wir hier die Haare einfach ein bisschen kürzer, damit es hier so ein schönes einfach eine schöne Leichtigkeit gibt, ja, und dich nicht die vielen Haare mit deinem filigranen Gesicht einfach erschlagen, wie es jetzt ist. Von der Farbe wird es eher so, dass wir ein goldbeige-braun nehmen, vom Ansatz her. Wir werden tönen, weil du ungern eine Farbe haben willst, also Tönung, Koloration. Werden uns noch ein bisschen um die Spitzen kümmern, dass hier ein Stück weit Glanz kommt und wir werden die Haare ganz sanft um dein Gesicht rum ein Stückweise strähnenweise aufhellen. Um da einfach auch ein bisschen Transparenz zu geben und ja, diese homogene, stoische Fläche einfach ein bisschen auflösen. Ja, Haufen Fremdwörter beim Friseur. Ja, und hinterher für euch soll es ein Lockenstyling werden. Ich werde kein Lockeneisen nehmen, ich werde kein Glätteisen nehmen, wir werden es einfach mal cool aufkneten. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ja, bist du aufgeregt? Schon, ja. Neue Okay. Ideen, ja. Ja. Bin Es ganz ist gespannt. trotzdem noch, es ist ja trotzdem noch, ja, auch deinem Typ angepasst. Ne? Wenn du jetzt einen Pixie kriegen würdest,
dürftest du aufgeregt sein. Nein, kann es natürlich auch so aufgeregt sein. Ja. Wir starten mit der Farbe und dann geht's zum Schnitt. Schön. Ja? Okay? Ja. So, mit den Highlights hier vorne bin ich schon fertig. Dazu habe ich einen ganz niedrigprozentigen Aufheller genommen von Magma. Das hat schon Pigmente, weil wir ja nicht so hell kommen wollen, sodass wir dann im Anschluss noch was drüber geben kann, was schon wärmer ist, aber nicht zu warm. Jetzt trage ich die Ansätze auf. Dazu habe ich einfach nur eine Tönung genommen, weil die Uli noch nicht so viele graue hat, aber wir die schon verdecken wollen. Im Anschluss gebe ich dann auf die Länge und Spitzen noch Glanz, weil das doch jetzt schon recht fad wirkt. Und dann wollen wir mal beim Ausspülen schauen, wie hell es geworden ist, und dann geben wir noch was drüber. Make-up hast du schon, deine Haarfarbe ist schon, ich denke, das sieht man schon, ist halt ganz schön natürlich geworden, gefällt mir richtig gut. Aber was ich feststellen muss, das sah im Trocknen so aus, als wenn du viel mehr Locken hast. Ja, also ich muss sagen, ich habe ja die Bilder von früher gesehen von dir, und ich muss halt wirklich sagen, da ist nicht mehr so viel Locke da. Ich weiß nicht, ob du das auch selber so im Feeling hattest, dass sich das so verändert hat. Müssen wir jetzt mal schauen, also was grundsätzlich am Konzept nichts ändert, vom Haarschnitt her. Trotz allem ist es aber so, dass du, also das, was du dir gewünscht hast, also dass das hier hochkommt, von alleine, das wird mit dem Haarschnitt nicht zu regeln sein, weil einfach das Haar hier wirklich schon fast glatt ist. Weil man sieht es ja jetzt, also ist jetzt nichts damit passiert, wobei ich es total schön finde, wenn es auch nicht so viel Struktur hat. Wir müssen vom Styling-Konzept das ein bisschen verändern. Also es wird jetzt wahrscheinlich eher nicht so eine Diffuser-Trocknung werden, sondern ich werde es trotzdem so ein bisschen ausfüllen, um mal die Form zu sehen. Weil wenn ich das mit dem Diffuser trockne, muss ich dir so viel Produkt reinmachen, dann weiß ich, dass das auch das ist, was du selber nie machen wirst. Na? Und dann ist es auch nicht das, was du willst, dass es ein natürlicher Look ist. Ich werde ihn einfach nachher ein Stück weit trocken pusten nach dem Haarschnitt und werde dann mal schauen, wie die Bewegung ist. Und dann zeige ich dir, wie man das Ganze so ein bisschen nacharbeitet noch. Na? Trotzdem kriegst du jetzt erstmal einen schönen Haarschnitt. Für euch draußen als Tipp, ne? So ist das manchmal, man geht zum Friseur, man spricht was vorher ab. Friseur kennt das Haar nicht, also da ist auch schon auch so eine gewisse Fairness gegenüber dem Friseur, sollte da schon sein, indem man sagt, okay, Friseur muss auch ehrlich sein. Also das wäre jetzt wirklich was, wenn man sich hier auf die Naturlocken so konzentriert, das ist so nicht umsetzbar, und dann wärst du am Ende nicht glücklich. Also baue ich mir das Ganze jetzt auf die Struktur, die ich jetzt sehe, und dann gibt es ein schönes Ergebnis, weil ich sehe es jetzt schon, fällt halt jetzt schon super. Ich würde das Haar nicht zu sehr überpflegen, deswegen hier perfekt unser Caimana Leave-In, also sprich einmal, hier fehlt nur Feuchtigkeit jetzt, weil die Spitzen, die jetzt so ein Stück weit angeknackt sind, die bekomme ich jetzt beim Haarschnitt reguliert, also sind die dann halt wirklich schon schön gesund. Ich will das Haar auch nicht zu sehr mit Produkt belasten, weil du hast ja jetzt schon die Farbe bekommen, du hast eine Tönung bekommen, hast schon mal Pflege bekommen, um die Haarstruktur, also das, den Haarkern wieder zu schließen, die Schuppenschicht anzulegen und die Farbe darin quasi ja, zu sichern. Und deswegen gab es ja jetzt schon mal eine Pflege, deswegen sollte man gerade nach einer frischen Farbe nicht nochmal zusätzlich, weil das wird das ganze Haar ein Stück weit mehr beschädigen. Nach jedem Friseurbesuch gehe ich erstmal nach Hause und wasche mir die Haare, weil die so glatt gekämmt sind. Was man natürlich immer wissen muss, ist, wenn man recht selten zum Friseur geht,
Und der Haarschnitt wird komplett neu gemacht. Dann ist es für uns Friseure natürlich eine große Herausforderung, den Haarschnitt auch gut zu sehen. Also sprich, du musst ja einen Haarschnitt haben, mit dem du auch zu Hause zurechtkommst. Na? Und das hast du natürlich, wenn der jetzt lockig ist, sehe ich das nicht mehr. Das sehe ich nur, wenn es glatt ist. Na? Und deswegen ist es oft so, dass wir Friseure dann gerne danach tendieren, die Haare glatt zu machen beim Styling, weil es uns einfach mehr Sicherheit gibt. Ja, Uli, jetzt siehst du schon mal so ein bisschen deine Schnittsilhouette. Und wir haben beide festgestellt, die Struktur ist nicht durch den Haarschnitt nicht da, sondern ist einfach, weil sie sich verändert hat, nicht da. Ne? Also ist aber auch schön, dann weiß man, du musst nichts mehr hinterherrennen, was sich so nicht oder was so nicht natürlich entstehen kann. Und für euch nochmal, ich hatte es ja vor uns schon mal in der Beratung gesagt, ihr habt gesehen, also ich habe jetzt hier nichts gerade geschnitten, weil trotz allem ist ja der Uli die Bewegung absolut wichtig im Haar. Also es sind jetzt ganz viele unterschiedliche Layers, ganz viele unterschiedliche Längen, die ich mir hier einarbeite in diese Naturlocke, damit das Haar wirklich super schön ineinander fällt am Ende. Also die Uli das wirklich ganz easy stylen kann. Und sie hat vor uns gesagt, ja, muss ich jetzt alle 8 Wochen zu dir kommen. Ihr kennt ja unsere Haarschnitte und das ist definitiv einer davon, der wirklich einfach zwischen 6 und 9 Monaten, vielleicht auch sogar ein Jahr, je nachdem wie die Spitzen aussehen, einfach auswachsen kann. Ja, für die Leute, die sich noch mehr für so eine Ergebnisse interessieren, dann guckt gerne bei uns auf unsere Instagram-Kanäle, gerade Herbert Henschel in Treben, mein Instagram-Kanal, dort seht ihr immer wieder solche Sachen. Gerade auch in Salon-Videos gibt es da, wo ihr euch anschauen könnt, was wir wirklich am Gast machen im Salon. Das ist ja immer noch mal ein bisschen näher dran. Und ja, die großen Umstylings seht ihr natürlich bei Style Coaches, also da entweder auf dem YouTube-Kanal oder bei Instagram könnt ihr das nachverfolgen und ja, gibt es immer wieder neue Ideen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass die Uli mir nicht davongerannt ist beim Haare schneiden. Vertraue dir. Soll es auch geben. Das ist schön. Ja, und ihr dürft gespannt sein auf das Endergebnis. Die Uli, als auch ihr, wollt ja mal gerne Produkttipps haben. Nach dem Haarschnitt sieht das Haar jetzt doch schon recht schön bewegt aus und deswegen haben wir uns entschieden, ich probiere es jetzt einfach trotzdem mal mit dem Diffusor. Ich weiß, ich habe es vorhin anders gesagt, für all die, die es dann drunter schreiben, aber so ist es halt manchmal beim organischen Arbeiten. Es ist halt einfach so, dass ich mich hier nach der Form richte und die gibt mir gerade Bewegung vor und Uli liebt Bewegung. Um das Ganze so ein bisschen zu fixen, für alle, die sagen, ey, was ist das jetzt hier eigentlich für ein Produkt, was er hier reinmacht? Das ist unser neues Volumenspray, aber ihr seht, es ist noch nicht schön verpackt, also es ist noch unser Prototyp, der dem Ganzen jetzt einfach ein bisschen mehr Stand gibt, das Haar aber trotzdem nicht beschwert und auch eine schöne Form verleiht. Das Ganze werde ich jetzt erstmal auftragen, danach benutze ich hier in Kürschele von Aveda. Das ist jetzt wirklich ein Produkt, was man für Naturlogen nimmt, um die noch ein Stück weit mehr zu definieren und das Ganze im Mix. Also einmal das Volumenspray für das Ansatzvolumen und dass es hier so ein bisschen höher kommt und das Kürschele dann, um die Locke einfach ein bisschen mehr zu definieren. Chancen 50 zu 50, nicht wegen der 2 Produkte, sondern wegen deiner Naturstruktur. Ich probiere es jetzt einfach. Wenn es uns gut gefällt, lassen wir es so. Wenn es uns nicht gut gefällt, lassen wir es auch so. Für alle die schon mal, die sich dann später irgendwann wundern, dass dieses Produkt keinen Duft hat. Es ist halt ein Produkt, was auf die Kopfhaut kommt und vermehrt werden ja wirklich Allergien festgestellt. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass unser Volumenspray keine Duftstoffe bekommt, weil es halt auf die Kopfhaut kommt. Zum Beispiel beim Leave-In ist es ja anders. Der hat ja einen ganz tollen Duft, einen ganz tollen Marienduft. Einen Marinenduft und ja, der kommt ja quasi nicht auf die Kopfhaut, sondern der kommt ja an Länge und Spitze. Ein Pflegeprodukt hat ja immer Abstand zum Ansatz, deswegen hat der Duft und unser Volumenspray hat es jetzt halt nicht. Es ist halt einfach flüssig von der Konsistenz und hier sieht man es jetzt schon, das Kürschele auch für dich jetzt mal. Ja, sieht man schon, du hast vor uns schon gesagt, naja, das kommt mir immer so klebrig vor. Ist es halt auch, weil es halt ein Produkt ist, was ja eine Locke definieren soll. Es soll ja wirklich das Haar bündeln. Und so ein Gelee ist halt so ein Zwischending und damit habe ich trotzdem eine Aussteifung der Längen,
und kann die Form betonen. Ist es aber nicht so, dass es am Ende wirklich so bretthart ist. Wie gesagt, eine gewisse schwere Produkt, ja, schadet jetzt auch nichts. Gerade bei dir, deine Gesichtsform ist halt wirklich so, dass die ja trotzdem eher das Schmalere hat. Also du brauchst da oben kein Volumen. Ne? Also, also hier ist bei dir extrem wichtig mit dem Volumen, ne? Weil das der schmalste Punkt ist hier am Kopf. Hier brauchst du schönes Volumen, nicht hier. Ne? Kannst du immer merken, hier. Ne? Und hier ein bisschen und das kommt sowieso. Ja, Uli, wie ist es? Haare schön? Eigentlich besser, als ich es erwartet habe, muss ich sagen. Oh, schön. Ja. Also ich freue mich über dein Lächeln. Ihr seht es, also es ist am Ende doch ein Look mit Locken geworden. Ich habe es diesmal mit dem Diffuser gearbeitet für euch. Ihr sagt ja immer ja, wenn das dann so ausführen, warum hast du es nicht aufgeknetet? Heute hatte ich das Gefühl, es reicht von der Locke nicht zum Aufkneten und am Ende ist es ein geiler Look geworden mit der Naturlocke. Janka hat eine tolle Farbe gezaubert. Ich weiß, es ist vielleicht nicht so der extreme Explosionseffekt von der Veränderung her, aber ich glaube, das ist genau wie Uli. Mhm. Wir haben hier einen schönen Braunton, eher so ein bisschen Kaffee-Mokka, ein ganz kleines bisschen die Strähnen ums Gesicht drum aufgehellt. Das wird sich auch noch ein bisschen zurückwaschen. Ansonsten ist es ein schöner, warmer, sanfter Braunton geworden. Hier ganz wichtig, nicht zu viel Rotpigment. Warum? Weil die Uli ja so ein bisschen rot schon von der Haut her ist. Das hätte es ansonsten verstärkt, weil sie hatte eher einen Kupferrotton. Der Haarschnitt, halbe Länge, Longbob, kürzere Variante mit vielen unterschiedlichen Haarlängen. Einen Undercut hier unten drunter, den sieht man nicht. Also es ist wirklich so, dass es hier nur ein sanfter Undercut ist, eine sanfte Verblendung. Dadurch kriegt das Ganze aber Struktur, dadurch kriegt das Ganze Bewegung und Volumen, so wie sich die Uli gewünscht hat. Es sollte zum Lufttrocknen gehen, es sollte mit dem Diffuser aufzukneten gehen. Sie füllen es ansonsten nicht aus. Ich denke, es ist ein cooler Look. Mir hat es Spaß gemacht. War schön, mit dir zu arbeiten. Warst ein trotz allem auch ein mutiges Model, ja, obwohl es ja auch bei mir in der Länge jetzt nicht so diese Mega-Veränderung ist. Ich denke, du hast trotzdem fast 20 cm gelassen. Mhm. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Ich danke dir von ganzem Herzen, weil mir gefällt es super. Schön, freut mich. Also ich denke, das Lächeln sagt alles. Ich freue mich, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch Anregungen und Kommentare habt, dann gerne unten reinschreiben, bitte. Ansonsten Kanal abonnieren, auch wichtig, wer noch nicht hat, gibt immer Tipps oder auf unseren Instagram-Kanälen bei Style Coaches, bei Sven Henschel vorbeischauen. Auch da würde ich mich freuen und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video.